Wenn ich zeichne, dann komme ich in einen Lauf, dann bin ich ganz bei mir selbst und habe das Gefühl, mich mit dem beschäftigen und das zum Ausdruck bringen zu können, was mich innerlich umtreibt. Der Umstand, dass es auch mal daneben geht, dass man so viel für die Tonne arbeitet, der ist eingepreist. Ja, also das gehört für mich dazu. Es ist für mich auch deswegen spannend, weil es daneben gehen kann. Man legt alles auf ein Papier, man legt alles in die Waagschale. Dieser Moment, ein Stift, ein weißes Blatt Papier und loslegen können, das ist Genuss, auch die Zeit zu haben, das zu machen. Ja. Und da bin ich dann bei mir und komme auch zur Ruhe. Und wenn dann nach so einem langen Prozess wirklich auch das Ergebnis ordentlich ist, dann ist Hochgenuss. Einfach etwas geschaffen zu haben, was vorher noch nicht da war und jetzt irgendwie so sich auf der Welt rumtummelt. Das ist wirklich ein Geschenk.